Hallo, mein Name ist Caroline Vogel. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie mit dem Schwerpunkt Atem- und Traumatherapie. Vertrauen ist das Thema, das uns hier gemeinsam heute beschäftigt. In was hast du Vertrauen? Wem vertraust du? Was ist überhaupt Vertrauen? Vertrauen, ein Gefühl, eine Situation, ein Moment, wo wir uns auf etwas, auf jemanden verlassen können, wo etwas so ist, wie wir es erwarten, wo wir uns hingeben, wo wir einfach nur mit dem, was gerade ist, sind. Wann gibt es in deinem Leben Momente des Vertrauens? Wann gibt es in deinem Leben Momente, in denen du in Kontakten, in Begegnungen, in Beziehung Vertrauen spürst? Immer wieder wird mir die Frage gestellt, wie soll ich denn hier irgendjemand oder etwas vertrauen, weil alles ist in Veränderung. Alles ist immer wieder von einer anderen Seite, aus einer anderen Sicht möglich. Wie kann ich hier eigentlich vertrauen? Und natürlich ist das wahr. Dinge verändern sich, Begegnungen verändern sich, Menschen verändern sich. Alles ist in stetigem Wandel. Wo kannst du da eigentlich vertrauen? Das Vertrauen in dir zu finden, das Vertrauen in dich zu spüren, ist das Größte, was wir Menschen für meine Begriffe entdecken können. Dir zu vertrauen und dir wirklich die Hand zu reichen, ist eine große Veränderung, die das Vertrauen zu dir, in dich und auch zu anderen Menschen dann möglich macht. Denn du bist der einzige Mensch, den du beeinflussen kannst, den du leiten kannst, den du lenken kannst. Du bist der einzige Mensch, auf dessen Vertrauen du wirklichen Einfluss hast. Wie wäre es, wenn du dir vertraust? Wenn du das Vertrauen in dir wachsen lässt? Wenn du Vertrauen zu dir selbst hast? Wenn du ein Leben für dich lebst, in dem du das Gefühl hast, du bist dir selbst die beste Begleitung, der beste Freund und kannst das tiefste Vertrauen, das möglich ist, in dich selbst haben. Ich bin gespannt, was du damit machst, welche Fragen dich begleiten und wie du entdecken wirst, dir zu vertrauen, was einfach auch bedeutet, aufrichtig zu sein, wahrhaftig zu sein, ehrlich zu sein. Und jeden Moment zu dir zu stehen. Ich freue mich, wenn ich einige Gedanken in dir angeregt habe. Wenn ich dir Lust darauf gemacht habe, zu spielen, zu üben, zu überprüfen, wo du zu dir, in dir Vertrauen hast und damit auch Vertrauen zu den Dingen, zu den Menschen, zu den Situationen um dich herum, das Vertrauen wachsen kann. Ich wünsche dir ganz viel Vertrauen in deinen nächsten Schritt, dein Vertrauen zu finden. Dir einen schönen Tag, Caroline Vogel.